willkommen am zweiten Tag des Kongresses RC3. Der heutige Talk findet wieder im Raum Ada bei den Hexen statt. Leben wie im Hacking Space klingt nach einem Plan. Dysphoric Unicorn erzählt euch, wie man das Erlebnis des Kongresses in den realen Alltag unterbringen kann. Ein Wohnprojekt wie auf dem Kongress mit netten Menschen, mit gleichgesinnten Persönlichkeiten, die sich zusammenschließen und ein bisschen mehr Chaos in den Alltag bringen. Viel Spaß bei dem Vortrag. Herzlich willkommen zu meinem Lightning Talk mit dem Thema Leben wie im Hacking Space. Klingt nach einem Plan. Das Ganze ist so ein bisschen ein Versuch, ein bisschen Utopie in die aktuellen Zeiten zu bringen und vielleicht einfach irgendwas Cooles, auf das man hinarbeiten könnte, wenn sich genug Leute finden. Erstmal, warum leben in einem Hacking Space? Was ist die Motivation dazu? Wie kam ich auf den Gedanken? Gerade nach den letzten beiden Jahren merken viele, dass soziale Netze einfach relativ unstabil sein können. Und selbst wenn wir introvertiert sind und selten rausgehen, selbst wenn wir können, ist es halt einfach trotzdem für viele Menschen notwendig und wichtig und geht aber gerade nicht. Also ich bin allen Leuten super dankbar, die sich gerade für die Organisation von Online-Konferenzen und so, die da die Zeit aufwenden und die das hinkriegen, aber es fehlt halt leider einfach trotzdem etwas, was durch die Offline-Treffen mal eben in den Hackspace gehen und so weiter früher da war und jetzt weggefallen ist für viele. NachbarInnen kennenlernen ist schwer und nicht immer möglich. Also gerade in Großstädten leben wir halt anonym nebeneinander vorbei. Selbst die paar Male, die ich Leute irgendwie im Flur treffe, da passiert nicht mehr als Hallo zu sagen meistens. Und es gibt auch irgendwie hier keine Straßenfeste oder irgendwas, wo man NachbarInnen kennenlernen könnte. Und gerade Menschen wie mir fällt es halt auch oft schwer, irgendwie Konversationen von sich aus zu beginnen, vor allem wenn sie nicht wissen, was sie vielleicht mit den anderen Menschen gemeinsam haben. Und eine weitere Sache ist, für viele ist Wohnraum einfach nicht mehr bezahlbar. Es liegt daran, dass Neubau profitorientiert ist, weshalb die Mieten auch durch Neubau nicht sinken. Das führt dann eben dazu, dass viele Leute, die früher zentral gewohnt haben, in Vororte ziehen müssen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Und das führt natürlich dann zu längeren, schwereren Wegen zu sozialen Gruppen. Also auch gerade, wenn der Hackspace sicher ist, traue ich mich in die Tram und in die S-Bahn dorthin, ist nochmal eine andere Frage. Deshalb, wir sind einfach weiter weg von den Menschen, die uns wichtig sind in der aktuellen Zeit. Und Bastelwerkstatt in der eigenen Wohnung ist was super Cooles, was ich seit meiner aktuellen Wohnung auch habe, was ich vorher nie hatte, weil die Wohnungen immer zu klein waren. Die Sache ist, ich bin da super privilegiert. Ich wohne in einem Vorort, in einer großen, trotzdem in einer Wohnung, wo wir eben Platz für einen Tisch dafür hatten. Aber das haben einfach viele heute nicht mehr, vor allem, wenn sie eben zentraler wohnen wollen. Und wenn man mal was basteln will, dann erstmal durch die halbe Stadt zu fahren, das ist sehr schwierig. Deshalb, ja, wäre doch cool, wenn man da gemeinschaftlich was aufbauen könnte, um eben den Bastelraum in der Nähe haben zu können. Die Idee ist dann eben, also was wir mit der Motivation machen, wäre eine Wohnbaugenossenschaft gemeinsam zu gründen, die sich auf Solidarprinzip finanziert. Also zu Beginn werden Genossenschaftsanteile verkauft, um das Eigenkapital für irgendwelche notwendigen Kredite zum Bau zu tragen und dann laufende Kosten, Abzahlung der Miete, Nebenkosten und alles werden eben durch, nicht Abzahlung der Miete, der Kredite, werden eben durch die Mieten gedeckt, die sich am Gehalt messen. Das bedeutet auch, wenn jemand eine große Wohnung benötigt, weil Kinder oder was auch immer, aber selbst wenig verdient, dann würde die Person dann auch trotzdem weniger Miete zahlen als eine Person, die viel verdient und nur eine kleine Wohnung braucht. Einfach eben solidarisch, dass man allen Leuten das gibt, was sie brauchen. Und wenn am Jahresende ein Überschuss besteht, vor allem dann, wenn irgendwann die Kredite abgezahlt sind, kann eben in der Mitgliederversammlung auch entschieden werden, was mit dem Geld gemacht wird, ob man irgendwelche coolen neuen Sachen bauen kann oder was auch immer. Dann eben, sobald man diese Genossenschaft gegründet hat, ein paar Mitglieder gesammelt hat,
könnte ein gemeinsamer Neubau geplant werden. Das Ganze muss barrierearm sein. Wir wollen da so offen sein für so viele Menschen wie möglich und auch so lange wie möglich drin wohnen bleiben. Also Barrierearmut ist da sehr wichtig, umweltschonend natürlich und vor allem auch mit Fokus auf Gemeinschaftsräumen. Da habe ich mal, damit die Folie nicht so leer wird, einfach so eine Idee, wie halt derzeit Häuser gebaut werden, aber das angepasst eben mit dem Solarpanels auf dem Dach, die überall sein könnten, was ja nicht überall der Standard ist leider, und im Innenhof, wo dann ein Spielplatz, Grillräume, vielleicht irgendwelche Gemeinschaftsgärten und wenn das Geld reicht, warum nicht auch ein Pool? Die Sommer werden immer wärmer, also wenn möglich, wäre das verdammt cool für viele. Und naja, wenn wir diese Idee umsetzen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns an ein paar Ideale halten. Also zumindest damit die Idee, das ist, was mir dabei wichtig ist. Nämlich einmal ist es wichtig, die Gentrifizierung nicht zu verschlimmern. Was ich absolut nicht will, ist, dass irgendwie eine Gruppe von gut bezahlten Tech-Leuten in einen bezahlbaren Stadtteil kommt und dann die Mieten steigen und die Leute, die dort wohnen, sich die Wohnung dort nicht mehr leisten können. Das wäre ein absoluter Albtraum. Deshalb muss auch ein gewisser Anteil der Wohnfläche, je nachdem wie viel Geld eben da ist, reserviert werden für Menschen mit wenig Einkommen, die von ALG oder BAföG oder so leben. Also das muss fest eingeplant sein. Wenn wir uns das nicht leisten können, dann geht das Projekt nun mal leider nicht. Dabei muss die Umwelt geschont werden, moderne umweltschonende Bauweisen verwendet werden, zum Beispiel eben Passivhausbauweise, welche zwar im Bau selbst nicht so sauber ist, allerdings sobald das Haus da ist, braucht man sehr viel weniger Heizkosten, also nicht nur Heizkosten, sondern eben auch Heizenergie, Solarpanels auf dem Dach, wie eben schon genannt, und die Heizleistung, die benötigt wird, könnte durch Wärmepumpen erzielt werden. Die sind besonders effizient, also tatsächlich bekommt man mehr Kilowattstunden an Wärme, als man an Strom ausgibt dafür. Und sie können im Sommer auch umgedreht werden und als Klimaanlagen verwendet werden. Das ist natürlich nicht umweltschonend, allerdings wird es sehr bald lebensnotwendig sein. Die Sommer werden immer heißer und ja, wir brauchen das. Ich musste selbst dieses Jahr schon im Sommer zwischenzeitlich meine ADHS-Medikation einstellen, weil mein Puls zu schnell geworden ist durch die Temperaturen und es nicht mehr gesund war. Genau, also wenn wir diese nicht gentrifizierende, umweltschonende, dieses Gebäude haben, dann möchten wir da drin natürlich auch eine Gemeinschaft aufbauen, wo es eben solidarische, freundliche und hilfsbereite Kommunikation untereinander gibt, wie eben in einem gut funktionierenden Hackspace. Für diese Gemeinschaft ist natürlich auch wichtig, dass sich alle Mitglieder gegen Rassismus, Transfeindlichkeit, Misogynie und so weiter aussprechen. Es ist einfach notwendig, dass man sich dort sicher fühlt und keine Angst davor haben muss, dass irgendwelche NachbarInnen das eigene Existenzrecht nicht anerkennen oder gewalttätig werden können oder so. Ich selbst habe auch schon mal in einer Wohnung, in einem Haus, wo auch Nazis gewohnt haben, gelebt. Und das war nicht schön und das wünsche ich niemandem. Deshalb, das ist halt einfach ein wichtiger Faktor dafür, dass wir dort bleiben wollen. Doch ist das Ganze überhaupt machbar, umsetzbar? Ich meine, das klingt doch schon sehr utopisch alles. Wohnraum ist einfach sehr teuer und jetzt wollen wir uns einen coolen Wohnraum und gleichzeitig noch Gemeinschaftsraum anschaffen. Ich bin der Meinung, dass definitiv möglich ist. Wenn viele Leute gemeinsam arbeiten und an einem Strang ziehen und einfach sich gegenseitig helfen, dann ist sehr, sehr viel möglich. Und auch wirtschaftlich gesehen, das Ganze kann, wenn es genug Interessierte gibt, auch gut skalieren. Also eine Wohnung selbst, die neu gebaut wurde, zu kaufen, ist natürlich auch sehr teuer, weil die Leute, die Wohnung gebaut haben, einen Profitmargin davon wollen. Und diesen Profitmargin kann man weglassen, wenn man eben hier selber baut und genug Leute hat, die eben dort einziehen werden. Ich bin nicht schlecht bezahlt. In ein paar Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass es theoretisch für mich möglich wäre, wenn ich spare, mir ein Eigenheim zu finanzieren. Allerdings würde ich es viel interessanter finden, etwas Solidarisches zu unterstützen, was auch anderen Leuten was bringt. Weshalb das halt für mich nicht mehr das Ziel wäre, ich kaufe mir irgendwann meine eigene Wohnung, um keine Miete mehr zahlen zu müssen, sondern das Ziel ist, ich unterstütze dieses Projekt, damit ich eine Wohnung habe, wo ich gerne bin und wo andere Leute auch gerne sein können.
und weniger Fokus auf mein Privateigentum. Ich glaube, viele andere Leute denken auch so und deshalb kann es eben als solidarische Alternative gesehen werden, wodurch vielleicht ein bisschen mehr Geld reinkommen könnte. Durch die im Haus vorhandene Gemeinschaft ist keine so zentrale Lage notwendig. Es ist einfach, wie eben genannt, es ist schwierig, dass wir jetzt so weit weg von unseren Sozialkontakten sind, weil wir zu großen Teilen in Vororten leben oder in ganz anderen Städten. Ich würde das Ganze gerne in Berlin umsetzen oder um Berlin, weil einfach Berlin ein sehr passender Ort dafür ist und weil hier viele Leute sind, die sich dafür interessieren würden und so. Allerdings, es muss halt nicht in Mitte oder irgendwas sein, weil für einen großen Teil der sozialen Interaktion, die wir benötigen, die wir wollen, zum gemeinsamen Basteln, Vorträge hören, was auch immer, muss man halt gar nicht mehr das Haus verlassen. Also kann man auch schön an den Stadtrand ziehen. Solange es einen S-Bahnhof und gutes Internet gibt, ist das vollkommen flexibel. Und die Grundstückspreise gehen halt schon recht stark runter, je weiter man von der Mitte von Berlin wegkommt. Und weitere mögliche Geldquellen. Eine Idee ist zum Beispiel Server-Hosting im Keller zu machen. Viele von uns kennen sich super gut mit Infrastruktur und allem aus. Und wenn man dann dort zum Beispiel so einen Edge-Computing-Hoster hätte, dann könnte man auch die Abwärme gleich zum Heizen mitverwenden, was ökologisch wäre und sonst verschwendet würde. Und dann noch eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel Vortrags- oder Geschäftsräume noch zu vermieten. Nicht zu irgendwelchen horrenden Profitpreisen, sondern einfach so, um die Kosten, die eben dort sind, zu decken, auch eben dann auch an Leute zu vermieten, die nicht Teil des Projekts selbst sind. Ja, wie sieht's mit dem Projekt aus? Das ist jetzt bis jetzt alles nur größtenteils Träumerei, auch wenn ich mich teilweise schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, was alles notwendig ist, um es umzusetzen und was die Preise sind. Allerdings, es ist erstens nur möglich, wenn sich genug Leute interessieren. Und deshalb gehe ich halt mit diesem Lightning Talk hier das erste Mal mit dem Projekt an die Öffentlichkeit, einfach um zu sehen, ob es genug Leute gibt, die Lust darauf hätten, die das unterstützen wollten, die da mitarbeiten wollen. Und eben, was auch mit Preisvorstellungen die Sache ist, je nach Interesse wird es vollkommen anders skalieren. Also ob das jetzt ein winziges, kleines Mehrfamilienhaus machbar wäre oder ob es ein richtiges Großprojekt ist oder, keine Ahnung, eine halbe Siedlung, könnte theoretisch alles möglich sein, je nachdem, wie viele Leute mitmachen wollen. Und deshalb kann man derzeit noch keine festeren Pläne bilden. Darum ist es eben so wichtig, dass Leute, die Lust hätten, sich da zu organisieren, mitzumachen, dass die sich auf Social Media zum Beispiel mit uns vernetzen. Ich habe da einmal einen Mastodon und einen Twitter-Account verlinkt, oder ich verlinkt, hingeschrieben. Und genau, wenn Interesse besteht, könnt ihr euch dort vernetzen und dann können wir die nächsten Schritte eben gemeinsam planen und hoffentlich auch umsetzen. Vielen Dank für Aufmerksamkeit und ich schätze, wir haben auch noch Zeit für ein paar Fragen. Vielen Dank. Ja, danke schön fürs Zuhören. Das war natürlich wieder Chaos Kongress Live. Wenn alles funktioniert, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber wie ich hörte, ihr hattet Ton. Und anschließend gibt es jetzt auch noch ein Q&A. Ihr bekommt den Raumlink gleich noch von uns weitergeschoben. Der ist unter dem Raum Awesome Ada von den Hexen. Und ihr könnt dann Fragen dann auch noch im Chat stellen oder auch auf Twitter oder Mastodon unter dem Hashtag RC3. Und ich freue mich dann noch auf die Fragen. Es gibt schon eine erste Frage im Chat. Das ist die erste Frage in dem Pad. Gibt es da nicht schon ein paar Organisationen, die sich darum kümmern, dass zum Beispiel das Häusersyndikat?